Cheerio, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadionvlog von mir. Jetzt geht's in Hamburg auf nach Kiel. Sonderzug von KIT, ole, ole, geil! Sonderzug von KSC. Okay, jetzt habe ich so Bock auf das Spiel heute. Alter, jetzt bin ich irgendwie gehypt, weil ich die gesehen habe. Ahoi, Kiel, was geht ab? Der ganze Bahnhof voll mit Fußballfans und Polizisten. Wahnsinn, wie viele Auswärtsfans mit dabei sind. Karlsruhe ist ja ganz im Süden, so weit nach oben fahren, nur für den Karlsruhe. Kiel hasst Hamburg und Lübeck so sehr. Stickers ohne Ende. Und hier und da vorne auch noch mehr Stickers. Das Wetter heute ist Bombe. Straßenmusiker, herrlich. Und so ein schöner Vibe. Diese Seeluft ist wirklich sehr erfrischend. Und hier wird geangelt. Hier direkt am Hafen, ganz spontan, verkaufen sie hier Fischbrötchen. Komm, essen wir mal jetzt Fischbrötchen. Fischbrötchen mit Kies und Tortilla Chips mit Käse gebacken. Das Essen war jetzt nicht so der Knaller. Würde ich nicht nochmal essen. So, jetzt geht's ab ins Stadion. Um 13.30 Uhr ist schon Anpfiff. Das ist viel zu früh. Ich habe nicht mal ganz Kiel gesehen. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, einen Kaffee zu trinken. Aber das mache ich erst alles nach dem Spiel. Auf entspannt. Möwe. Geil. Der hat mich aggressiv angeschaut. Die ganzen Fans, alle schon weg. Aber bevor ich ins Stadion gehe, hole ich mir hier am Bahnhof noch schnell einen Kaffee. Dann kann ich einen Bus trinken auf dem Weg dorthin. Du bist mein Lebensretter, Espressohaus. Hab meinen Kaffee. Und du kannst hier am Bahnhof deine Haare schneiden. Bei Soundcut. Jetzt geht's ab ins Stadion. Und was ich richtig geil finde, ist, 10 Kilometer nördlich von Kiel, da gibt's Sandstrände. Kannst du richtig geil schwimmen gehen am Meer. Bin jetzt im Bus drinne. Keine Kiel-Fans, nix, komplett leer. Verdammt, es gibt ein Problem. Ich habe gedacht, das Spiel wäre um 13.30 Uhr. Aber nee, es ist jetzt gleich in 4 Minuten. Fuck, fuck. Wie kann sowas mir passieren? Fuck. Jetzt weiß ich auch, warum der ganze Bus leer war. Ohne Fans. Okay, scheiße, Spiel hat angefangen. In vor 15 Sekunden. Mein Platz für heute. Hier, das ist der Trainerbank. Alles perfekt in Sicht. Oh, verdammt. Scheiße, ich bin so gerannt, ehrlich. Das ist die Kurve von Kiel. Wow, gute Stimmung. Da hat der Gästeblock. Ein sehr kleines Stadion. Außergewöhnlich, aber gefällt mir echt. Gefällt mir wirklich. Ich muss mich erst an so ein Stadion gewöhnen. Oh, geil, feier ich. Kiel in blauen Trikots von links nach rechts. KSC von rechts nach links. Es ist wirklich unglaublich. Ich muss erstmal klarkommen. Nur 5 Reihen. Fertig. Oben nochmal 5. Das war's. So ein kleines Stadion. Und hier sitzen sie in der Kreisliga. Ah, geil. Geil, woher hat den auf einmal? Auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, wir machen ordentlich Stimmung. Komplett voll ist. Karlsruhe liegt, glaube ich, 700 Kilometer unter. Und der Gästeblock ist voll. Wahnsinn. Alles nur für den KSC-Support. Alles voll. Wer ist das hier? No joke, aber das sieht echt alt aus. Nichts gegen ihn. Es gibt 11 Meter für Kiel, 16. Minute. Und dann Nummer 31 von Kiel, das ist Bartels.
36 Jahre alt. Und da ist das 1:0. Sie der Minute. Und die Hymne ist geil. Der Torsong ist geil. Das wird hier. Hymne 17. Spezial. Torschützer für Nummer 7. Steven. Karlsruhe. Der Nummer 31, Bartels. Oh. Ey, wirklich Stimmung. Stimmung ist echt nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Oh. Glück für Karlsruhe und kein Elfer. So sieht das aus. Kiel ist momentan viel besser drin. Die sind gefährlicher. Und von Karlsruhe gab es nicht mal einen Schuss aufs Tor. Kiel. Aber ganz ehrlich, es ist schon ein sehr langweiliges Spiel. Sogar der Gästeblock hat mehr Fahnen. Schaut euch das an, wie viele Fahnen. Pause 1:0 Holstein Kiel. Das sind die Statistiken. Jetzt gehen die Spiele in die Kabine. Und Karlsruhe wirklich null Schiss aufs Tor. Null Schuss sogar. Laut Statistik. Auf geht's, kämpfen und siegen! Krass, guck mal, wie nah ich bin. Gleich da gegen den Niederrhein. Das ist so krass nah. Ich könnte High-Five geben. Möchte ich mal 5 geben? Geil! Mein Motto ist, wenn die erste Halbzeit langweilig und scheiße war, kann die zweite Hälfte nur noch geil werden. In dem Sinne, viel Spaß. Das Maskottchen von Kiel und die Cheerleader. Und man kann hier in die Kabine reinblicken. Das ist krass. Geil. Es gibt hier Gästeblock, eine Show. Für uns gibt es jetzt hier auch eine Show. Wirklich, in der Halbzeitpause ist hier gerade so viel passiert. High five gegeben. Er hat meine Hand fast zerstört. Ich habe die Spieler gesehen. Cheerleader Show, Maskottchen, Kabine. Wahnsinn, Digga. Direkt nach der Pause, Holstein Kiel ist sofort da, aber abseits, Glück für Karlsruhe. Irgendwie ist Karlsruhe gar nicht im Spiel drin. Das war der erste Torschuss von KSC in diesem Spiel bis jetzt. Aber ganz ehrlich, das war eine hundertprozentige Chance, aber die war nicht eiskalt. Holstein wirklich viel besser im Spiel. Und zweite Hälfte auf jeden Fall mehr Dynamik. Karlsruhe ist in der zweiten Hälfte auf jeden Fall viel besser als in der ersten. Karlsruhe reagiert und wechselt 3 neue ein. Das ist der Typ, der vorhin meine Hand kaputt gemacht hat. Ist anscheinend Mediziner. Karlsruhe! Ein schönes Tor! Ein Strahl!
kommen so einfach durch. Und das 2:1, 75. Minute, auch ein sehr schönes Tor. Hey, es wird spannend. Kiel-Fans und Gästeblock hat Support eingestellt, weil ich glaube, im Gästeblock ist irgendwas passiert. Ehrlich, da merkt man, wie schnell Fußball so eine Nebensache wird. Weil wirklich, hört ihr, kein Mucks. Fußball wurde so eine Nebensache. Das ist wow. Ich sehe da auch Sanitäter im Gästeblock. Ich weiß nicht, was die machen. Ich will jetzt nicht so unbedingt drauf filmen. Ich habe so Gänsehaut. Support eingestellt, nur weil einer Person was passiert ist, stellen alle den Support ein. Das ist Wahnsinn. Jetzt nach 10 Minuten ist der Support wieder da von beiden Fans. Vorbei, Holstein Kiel gewinnt 2:1 zu Hause gegen den KSC. Und das absolut verdient. Sie waren einfach viel besser. Das Kind hat einfach eine Sprühdose von Schiri bekommen. Sehr geil. Hier diese Spieldose. Die Fans sind heiß auf das Derby. Nächste Woche KSC gegen Kaiserslautern. Obwohl sie verloren haben, machen sie Stimmung. Autogrammstunde von einem Fußballer. Sehr nett. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.